Hier in diesem traditionsreichen Haus, das immer noch im Familienbesitz ist, inmitten vom alten Dorfkern von Haltingen, im idyllischen Markgräflerland, steht der Landgasthof Rebstock. Ich habe heute den einzigen und letzten Haltinger Wirt als Gesprächspartner, und zwar hier im Landgasthof Rebstock, und es ist kein geringer als der Peter Bircherli. Peter, du behauptest von dir, du seist der letzte Haltinger Wirt, der in Haltingen geboren ist. Was ist denn mit den anderen Wirten los? Die sind alle nicht mehr da, aus Altersgründen. Und Nachfolger hat es keine gegeben. Und wie lange bist du eigentlich schon Rebstock-Wirt? Seit dem 6. November 1971. Und wer hat das vorher gehabt? Meine Eltern. Also du bist quasi da in die Wirtschaft hinein gross geworden, kann man sagen. Geboren nicht, aber gross geworden. Und somit bist du natürlich auch Koch geworden, ist richtig? Und, Ja. Und wo hast du Koch gelernt? In Lörrach, in der Sonne am Märtplatz, beim Fritz Käser. Und wo du fertig gewesen bist mit Koch, da hast du nicht gerade den Rebstock übernommen, sondern du bist sicher irgendjemand gesehen, deine Sporen gehabt verdienen im Jahr. Dann bin ich direkt 6 Jahre in die Schweiz. Und dann bin ich ein Jahr nach Frankreich und dann 2 Jahre nach Schweden. Hat es in all dieser Zeit, wo du Wirt gewesen bist und das Ganze übernommen hast, auch einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, ich wirf den Battle wieder hin? Ja, den Moment hat es ab und zu mal gegeben. Besonders in den ersten Jahren. Aber das hat sich dann gelegt. Warum in den ersten Jahren? Hast du spezielle Ausgaben gehabt? Hast du Umbauten gehabt oder spezielle Ausgaben gehabt, die du vorher nicht gerechnet hast? Zähl auch. Viel mehr müssen machen. Also renovieren, erneuern, als wenn ich mir vorgestellt habe. Das hat einen Haufen Geld gekostet. Das habe ich eigentlich nicht gehabt. Und da habe ich öfters mal Probleme gehabt. Was sind deine schönsten Erinnerungen in all dieser Zeit, wo du jetzt Wirt bist? Die schönsten Erinnerungen sind einfach das Zusammenkommen mit den Gästen. Wir haben so viele nette, tolle Gäste und das ist einfach immer wunderschön gewesen. Du hast nicht nur tolle Gäste gehabt, sondern sicher auch Erinnerungen, wo du sagen, die hätte ich an die Wand werfen, oder? Aber ganz wenig und ich habe immer schnell abgeguckt und habe es wieder vergessen. Jetzt ist ja so, die meisten Hotel-, Landgasthöfe, die leben ja einen grossen Teil von Basel, von der Basler Messe mit Übernachtungen. Und man schwätzt jetzt eigentlich davon, dass die Basler Messe, gerade die Uhrenmesse, die ja sehr wichtig ist, in Genf verlegt werden sollte. Wegen Kostengründen auch, von den Leuten, die ausstellen. Und aber auch für das Hotel, wenn man so denkt, dass jetzt ein Hotel Nacht, Übernachtung zwei Tage bis zu 2'000 Franken kostet, ist das ein Wahnsinn. Ist das für dich für die Zukunft ein Problem oder siehst du da kein Problem? Nein, ich sehe da für mich kein grosses Problem, weil die Messe geht nur 7 Tage. Und wir haben im Jahr 350 Tage offen. Und wegen 7 Tagen können wir nicht kaputt gehen. Hast du denn auch, wenn du deine Gäste hier hast, deine Stammgäste, gewisse Menü, die speziell hier serviert werden? Ein absoluter Hit ist das Rebstock-Schnetzel geworden. Das habe ich gleich 1971 mitgebracht. Und zwar habe ich das in Bern gelernt. In meiner ersten Stelle im Ausland. Und es hat dort MSE du Patron geheißen und besteht aus geschnetzeltem Kalbsfilet, Kalbsniere und Kalbsleber in einer Cognac-Rahmsauce. Und das ist seit 45 Jahren bei uns dahin. Aber es ist doch irgendwie sonderbar, dass du als Haltinger Wirt den Leuten jetzt nicht irgendwas Spezielles für Haltinger bietest. Gerade wo du viele Basler Gäste hast, die sagen, ich komme es da an, weil der Peter Bircherli etwas ganz Spezielles, Tolles für Haltinger macht. Wieso ausgerechnet Basler Spezialität? Das hat sich einfach so ergeben. Außerdem habe ich immer geschaut nach einer haltiger Spezialität, aber ich habe ehrlich gesagt keine gefunden. Immer wenn ich Idee hatte, dann habe ich gemerkt, ja, das gibt es ja in der Schweiz auch oder das gibt es im Elsass auch. Also unsere Küche ist halt schon grenznah ausgerichtet und eine richtige haltiger Spezialität habe ich nie gefunden. Schön, wir haben in der Küche geredet. Die ganze, du hast schon mal eine Backstage-Führung gehabt. Für deine Kundschaft ist das, oder auch nicht Kundschaft, die wollen das sehen, ist das gut angekommen? Ja, das ist sehr gut angekommen. Und ich habe mich auch darüber gefreut, weil es mir schon immer wichtig war, dass die Leute auch ein wenig Verständnis haben für uns, dass sie hinter die Kulissen sehen können, was alles dahinter steckt, so einen Betrieb aufrechtzuerhalten. Und das Ergebnis ist hervorragend. Hast du auch gewisse Stammkundschaft? Ich meine jetzt an Verein, Gesangsgruppe oder so irgendetwas, wo da ständig zu dir kommt? Einmal in der Woche oder einmal im Monat? Nein, das haben wir so gut überhaupt nicht mehr.
Wir haben es zu einem Spießrestaurant entwickelt und es ist einfach so geworden und Vereine haben wir nicht mehr. Aber wir haben unsere Kundschaft, ist zu 70% Stammkundschaft. Das ist nicht schön. Jetzt wenn man auch sagen, du bist auch in einem gewissen Alter, wo man irgendwann mal aufhören will. Ist einer in der Fußstapfe, wo ein Koch, der das übernehmen will, oder sonst ein Haltinger, der das übernehmen will, damit man weiterhin ein Haltinger wird haben? Oder wie sieht es aus? Nein, ich denke natürlich schon vom Alter her darüber nach, wie lange ich noch mache. Aber ich habe ja meine geschäftliche Partnerin seit 5 Jahren in einer GmbH, die Erika Graf. Und sie wird dann sicher das noch weitermachen, weil sie ist ja auch noch jünger wie ich. Peter, ich danke dir recht herzlich für das kurze Gespräch. Es war interessant, mal ein bisschen etwas anderes zu hören, als nur das Übliche, was man sonst von Wirten weiss. Ich wünsche dir noch weiterhin alles Gute und gutes Gelingen für dein Geschäft. Es wäre schade, wenn irgendetwas schief ginge. Euch sage ich recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.